Spanisch, ja. Aber das war jetzt auch, ja, die kam mir aber ansonsten noch nicht sonderlich spanisch vor. Danke auch dafür. Ein Host. Streamst du tatsächlich selbst, oder? Oder bist du der Zuschauer? Genau das. Support ist kein Mord, ist schön. Was zockst du denn eigentlich so? Also gut, du hast auch als Hausflipper hast du ja gesagt, ne? Auch mehr so Sachen oder auch mal was ganz anderes? Ich habe ja da eine größere Bandbreite, obwohl ich wirklich kein wirklich guter Spieler bin. Wobei du ja hier, wie gesagt, nicht viel kaputt machen kannst. Alles gestrichen, super. Wir haben, naja, eine Wohnung. Noch ohne Spezifikation in den Räumen. Aber sie ist gestrichen. Schön. So, boah, das ist noch viel. Naja gut, wir können ja fünf Wände auf einmal. Ja komm, dann gehen wir näher ran. Ah, das ist eine Sache, also ich muss sagen, selbst mein Rechner, und ich habe jetzt wirklich so ein, ja, so ein, sagen wir mal, so ein 2000 € Rechner mit einer 1080 Ti Grafikkarte und so weiter. Aber wenn ich zum Beispiel streame und aufnehme, weil die Sachen nehme ich auch alle auf, weil ich sie auch auf YouTube immer raushaue, dann muss ich aufpassen, welches Spiel ich dann nehme. Weil dann ruckelt der auch schon mal. Und gut, ich meine, es gibt sehr starke Laptops, aber so die Standard-Laptops, da ist es halt mit also Action-Spielen. Solche Simulationen gehen, denke ich mal, meistens. Aber wenn es dann so ein bisschen ja, neuere Action-Titel geht, dann ist sofort vorbei. Also ich habe The Division mal mit einer Freundin zusammen gestreamt und aufgenommen und die Aufnahme konnte ich wegwerfen. Ich konnte im Prinzip nur den Stream benutzen, weil das alles zusammen hat der Rechner nicht geschafft und das ist wirklich ein High-End-Gerät. Ne? Puh. Das geht dann wirklich schnell. Und weil es so ein kleines Hobby von mir ist, auch nochmal, einen ganz kleinen Tipp. Momentan gibt es bei dem Epic Game Store jeden Tag ein neues Spiel umsonst. Heute ist das, warte mal, was war das heute? Irgendwas mit Shadow. Ach, dieses Deadly Ninja-Spiel. Shadow Tactics, genau das ist es. Okay, das ist ja eine ganz schön breite Bandbreite, ist ja wirklich alles dabei. Also Diablo-ähnliche Spiele habe ich bis jetzt noch gar nicht gespielt. Also alles, was so Hack and Slash ist, bis jetzt, nee, noch nicht richtig. Rätselspiele, also ich habe so ein paar Wimmelbilder habe ich gemacht. Das hat eigentlich immer Spaß gemacht. Minecraft habe ich privat so ein bisschen gespielt, aber irgendwie. Ich mag Aufgaben. Ja, das heißt also, Sandbox ist für mich nicht immer das Richtige. Ich mag es Questen und so.
Deswegen schwierig. Ich muss sagen, ich bin ein ganz großer Gronkh-Fan und habe seine Minecraft-Let's Plays oder auch Let's Plays von anderen Leuten unglaublich gern. Ah, genau. Ja, diese, auch diese Dota-Spiele oder Heroes of the Storm, also alles mit diesen, ich weiß nicht, wie diese MOBAs sind das, glaube ich, ne? Noch nie reingeschaut oder beziehungsweise reingeschaut, aber gar nichts mit anfangen können irgendwie. Weiß auch nicht, ne? Ich brauche, weiß ich nicht, Story und irgendwie nicht allzu viel Strategie. Wände weiß machen, das kann ich. Ja. Genau, also ich weiß auch, dass die Dinger sehr komplex sind und dass man sich da wirklich reinknien muss, um da wirklich gut zu werden. Aber es sieht halt eben einfach nicht danach aus. Das ist das Problem, dass ich also zugucken, also ich die meisten Spiele lerne ich kennen, indem ich bei anderen Leuten zugucke. So, und zugucken macht bei diesen Spielen irgendwie, ich weiß es nicht, also ich komme da nicht rein. Das ist das Problem. Ich habe keine Ahnung, was man da machen soll. Also da, na, mit seinem Viech die anderen Viecher wegmachen, ja. So. Dann hört es aber schon auf. Mehr weiß ich nicht. Dann das Ganze so ist dann so komplex und so viele Regeln. Ja, den Proger kenne ich auch. Von dem habe ich das. Sein Fallout 3 Let's Play komplett gesehen und ab und zu, ja, ab und zu schaue ich bei dem auch rein. Ich finde ihn ganz nett. Und er hat wirklich schon so viel gespielt. Der Mann mit dem Bart. Der hatte schon Bart, bevor es cool war. So, lass mal schauen. Es wird ja langsam. Machen wir mal die Tür zu. Okay. Tür zu machen hat einen Nachteil. Seine YouTube-Playlist mal anschaut, was der schon alles durchgespielt hat und komplett aufgenommen. Da bin ich echt, also, boah, egal, eine Zeit lang, egal, ja. Echt? Jetzt muss ich blöd fragen, wenn ich das richtig weiß, ist der Bruder doch schwul und wohl auch mit einem Mann zusammen, hat er dann adoptiert oder wie haben die das gemacht? Oder bin ich da? Nee, stimmt doch, oder? Nicht, dass ich da jetzt irgendwas falsch verstehe, aber so war doch meine Information. Ich möchte aber jetzt nichts behaupten, was nicht stimmt. Weil das, dass ich da öfter mal reingeguckt habe, ist schon eine Zeit lang her, muss ich gleich sagen. Ich sagen muss, dass das mit den Adaptionen, dass das jetzt endlich, naja, wenigstens einigermaßen funktioniert, finde ich. Also eine ganz tolle Entwicklung. Weil ich kann mir vorstellen, dass das schwule Pärchen auch ein absolut, ja, fantastisches Elternhaus sein können. Dann
Was? Echt? Da bin ich echt falsch informiert. Ich war mir die ganze Zeit ganz sicher, dass der mit einem Mann zusammen ist. Oh gut, dann, aber dann war das einfach falsch. Das hat, normalerweise bringe ich das auch nicht zur Sprache, aber wie gesagt, wenn ihr seid, er ist jetzt Papa, da habe ich gedacht, das ist dann doch fortschrittlich, ne? Aber gut, ne, dann habe ich mich wahrscheinlich geirrt. Ja, eben genau das habe ich ja gesagt. Ne? Also ich bin der Meinung, dass ein schwules Pärchen ein absolut gutes Elternhaus sein können. Das ist also um Gottes Willen. Also ich bin, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass es immer, immer einfacher wird. Und also inzwischen gibt es halt eben Probleme mit Homosexualität nur gegenüber Einzelpersonen. Aber nicht mehr, aber so rein gesellschaftlich ist es zum Glück endlich durch. Es ist endlich einfach so möglich, ohne dass irgendjemand was sagt. Mein Gott, also, dass das so, so lange gedauert hat, dass es überhaupt so einfach ist, ja. Weißt da gibt es Männer, die dann sagen, ich verstehe Schwule nicht. Ja, mein Gott, das verlangt ja auch niemand, aber nur weil du es nicht verstehst, musst du doch nichts dagegen haben. Ich verstehe es auch nicht, aber das interessiert doch gar nicht. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss es ja nicht machen. Ist doch alles gut. Naja, gut, aber das ist, ja. Ja, also bei Schwulenfeindlichkeit werde ich sehr schnell sehr sauer, weil ich einfach sage, warum willst du zwei Menschen, die sich lieben, das verbieten, weil es anders ist als das, was du kennst? Da argumentiere ich auch überhaupt nicht so. Weißt du, diese ganzen Sprüche gibt es auch in der Natur und so weiter. Und wenn nicht, das ist scheißegal. Es tut doch keinem weh. Das macht zwei Menschen glücklich und gut ist. So. Gut, merkst du gerade, ne? Ich bin schon wieder in Fahrt, weil ist halt eben wirklich ein Thema, ja, wo ich gar nicht mal so furchtbar viel Spaß verstehe. Wenn man was dagegen hat, dann hat man ein Problem. Genau das. Weißt du, ich habe sowieso ein ganz einfaches Konzept. Mein Konzept ist keine Opfer. Das heißt, alles, was allen Beteiligten gut tut, ist nicht verkehrt. So lange, bis einer drunter leidet, weil es nicht okay ist. Ja? So, das wäre ja zum Beispiel ja bei Kindern so. Na? Geht gar nicht, weil da gibt es ein Opfer. Opfer ist schlecht. Da ist einer nicht freiwillig. So. Aber was Leute machen, was nur die Leute betrifft, die es mögen, dann kann das auch Sachen sein, die ich vielleicht ganz schlimm, eklig finde oder so irgendwas, ja. Solange ich das nicht machen muss und alle Beteiligten Spaß dran haben, ja super. Es darf halt eben nur niemanden schädigen. Und dann ist gut. Und dann geht es mich auch nichts an. Ja? Ich sagen, da bin ich auch so intolerant, dass ich sagen muss, alles andere, wenn es also wirklich ganz davon abweicht, ist auch wirklich nicht akzeptabel, weil es ist ja, das hat auch mit Toleranz oder Intoleranz nichts zu tun, sondern es geht dich doch einfach nichts an.
Es ist überhaupt nicht dein Ding. Du hast da gar keine Meinung zu haben. Ein neues Gesetz, das fand ich sehr gut. Und zwar, und vor allen Dingen, wie das Gesetz formuliert ist, fand ich ausnahmsweise mal ganz, ganz toll. Und zwar gibt es ja tatsächlich Therapien gegen Homosexualität. Und die sind jetzt ganz offiziell verboten. Das heißt also, sie werden im Gesetz genannt wie Pseudotherapien, genau. Ja. Ja, genau. Das fand ich so gut, dass man das jetzt wirklich, also dass man das nicht mehr als Krankheit bezeichnen darf. Das ist wichtig. Das ist keine Krankheit, mein Gott. Ja. Also. Ich hab den Farbtopf verloren. Da ist er. So. Ist das der letzte Raum? Ja, ne? Schau mal gucken. Da noch was? Nein, da noch was. Ich verliere den Überblick. Hilfe. Das ist genau das. Und ich, wie gesagt, ich finde es gut, dass sie das in dem Gesetz schon verankert haben, dass das Pseudotherapien sind. Dass das allein schon, also man verbietet nicht das so, wie die Leute das nennen, als Therapie, sondern bezeichnet es im Gesetz schon als Pseudotherapie, finde ich super. Da hat die Gesetzgebung einmal wirklich was richtig Gutes gemacht. Weißt du, jungen Menschen einzureden, das wäre krank. Oh. Ja. So hab. Das war auch eine Anspielung genau da drauf. Dazu muss ich sagen, dass ich auch tatsächlich Michael heiße, deswegen ist das Lied, hat mich das Lied immer schon verfolgt. Und Nina Hagen ist eine tolle Künstlerin. Bisschen verrückt ist sie, das ist nicht nur Show, ich glaube, sie ist wirklich nicht 100% gesund, aber sie ist auf jeden Fall, boah, toll, tolle Künstlerin. Hm? Passt schon. So. Ich bin nur gespannt, wann meine Katzen anfangen. Weil die wollen, irgendwann wollen die zu mir. Das ist immer ganz furchtbar. Ich meine, es ist schön, dass meine Katzen zu mir wollen, aber im Stream ist es immer so ein bisschen doof. So, das ist der letzte, oder? Zack. Und dann kommen die Möbel. Oh, und das Bad. Das muss ich auch noch machen. Haha. Vor allem, wo? Die Küche echt oben? Ja gut, ich meine, es hat ja eine wirklich interessante Geschichte mit ihrem Ziehvater und der ganzen Geschichte mit der Ausweisung aus der DDR und so weiter. Das ist schon ein interessanter Lebenslauf. Wobei, also ich muss sagen, ich kann die Sachen von dem Wolf Biermann, also ihrem Ziehvater, na, ist mir alles ein bisschen zu... Ja... ganz linken Liedermacher, die muss ich jetzt auch nicht haben. Gerade der ist mir zu krawallig. Das weiß ich, ja, richtig. Nur meine Frau schläft halt und dann wird das automatisch ein bisschen laut, wenn die dann anfangen zu mounten und so. Und die kommen ja dann nicht, ja, für die Kamera wird dann auch immer ein bisschen schwierig, weil es sind halt Katzen sehr eigenwillig, ne? Das heißt also...